Käsepizza entschieden. Mit Salami. Jetzt hast du so weiße Zähne wie ich. Guck. Guten Morgen und Hügelbrett im Hintergrund. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Von meiner Familie. Das ist der erste Vlog jetzt nach Amerika. Und die Amerika-Vlogs sind so gut angekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Vlogs in Deutschland ankommen. Heute ist Samstag, der 11.11. und wir gehen jetzt gleich frühstücken. Hallo Bügelbrett. Ich nehme den ganzen Tag die Kamera einfach mal mit und mal gucken, was so passiert. Jetzt muss ich mir erstmal ein Outfit aussuchen. Ist nicht so einfach, weil es draußen sehr ungemütlich ist. Also im Prinzip ist es schon einfach. Das heißt Kuschelpulli, würde ich sagen. Nur welche Hose und welche Schuhe. Aber ich habe heute mal Lust auf hohe Schuhe, weil ich ja die ganze Woche über flache Schuhe trage. Deswegen werde ich heute wahrscheinlich mal hohe Schuhe tragen. Und damit fangen wir jetzt erstmal an, dass wir die Schuhe aussuchen. Was haltet ihr von denen hier? Die gibt es bei Zara. Die sind so ein bisschen 60s angehaucht. Oder die hier, die sind auch sehr bequem. Also wir haben heute auch einiges vor, wir müssen einiges besorgen in der Stadt. Ich wollte mal nach einem neuen Objektiv gucken. Ich muss so ein paar Sachen noch umtauschen hier von H&M. Ich hatte was dem Louis gekauft, das gefällt ihm nicht. Und diesen Kratzpulli, den ich in meinem Kuschelpullis-Haul für euch gezeigt habe, der muss definitiv wieder zurück. Dann ist am Wochenende ja auch noch das Meet and Greet in Duisburg und dafür muss ich auch noch ein Outfit shoppen. Wir haben viel zu tun heute. Und ein Buch wollte ich noch holen. Für Louis auch. Gute Nachtgeschichten, Buch. Einiges heute. Jetzt gehen wir aber gleich erstmal frühstücken und dann nehme ich euch auch mit. Okay, ziehe ich mich erstmal an. Bis später. Okay, jetzt ist doch erst der Louis dran. Habe ich nämlich schon geahnt, dass da jemand ungeduldig ist. Wo ist denn jetzt die Hose? Ich hatte dir doch gerade eine Hose gegeben. Ach, die ist jetzt. Guck mal, möchtest du den Pullover anziehen hier? Oder den blauen heute. Nee, der ist nicht so lang. Gar nicht, du bist doch gewachsen. Oh, dann wachsen wir ja. Okay. Ist auch ein schöner Kuschelpulli. Also Louis kann sich mittlerweile alleine anziehen. Manchmal, wenn er müde ist, dann helfe ich ihm auch. Ich muss immer noch Wäsche nachholen. Von den Tagen, wo ich nicht da war, ist der Schrank so leer. Was soll denn? Stört dich das? Ist die Olli am Meckern? Ja. Hat die da gerade geschlafen? Olli ist zu laut für Olli. Was machst du da? Roll meine Oberschenkel aus. Mhm. Guck mal, was die Olli meckert. Olli, wolltest du gerade hier in Ruhe schlafen, ne? Olli, komm! Wolltest du gerade hier in Ruhe schlafen und jetzt stört der Papa dich, ne? Hollys Thron. Ich kann die auch von nicht machen, oder? Nee, da komme ich nicht dran. Komm, wir müssen los. Ich habe Hunger. Ich auch. Du auch, Luis? Ja. Ja. Nee, nein. So, wir sind gleich fast da. Ich wollte nur noch mal zeigen, der Alex. Alex war beim Bleachen. Lach mal. Oh, jetzt hast du so weiße Zähne wie ich. Guck. Lach noch mal. Du bist hier in der Sonne. Hallo. Ich bin überhaupt, wo ist die Sonne? Sonne ist gar nicht da. So hell ist. Siehst du? Ja, siehst du? Wolltest du auch Hallo sagen? Hallo. Wo bist du denn? Ja. Boah, wir haben alle voll Hunger. Wir gehen jetzt dahin, wo wir sonst auch immer hingehen. Aber wir wollten ja sowieso mal ein bisschen mehr ausprobieren und auch auf Instagram dann mehr so Sachen empfehlen auch hier in der Nähe und so. Mitte Dezember sind wir auch in Hamburg. Also wenn ihr Tipps habt, schickt uns die bitte. Danke. Willst du mal kurz sagen, ob das weh tat? Ja, kurzes Interview. Tat nicht weh, aber danach hat es ein bisschen wehgetan. Das waren wie so Wellen, die immer so durch die Zähne gegangen sind. Hat das wehgetan. Ich habe auch eine spezielle Zahncreme gekriegt dafür. Ich habe mich auch daran gehalten, keine Kohlensäure, kein Kaffee und kein Curry. Der erste Kaffee nach 2 Tagen. Aber ich hatte gar nicht, dass ich keinen Kaffee getrunken hatte. Am ersten Tag sehr starke Kopfschmerzen. Ja, sehr Entzug. Von der Abhängigkeit vom Kaffee.
hab schon immer noch Schweiß auf. Ja, was ist das, wenn die Enden sagt, immer alles nochmal eingekratzt? Den hast du gut eigentlich. Nee, ich hab den nicht einfach. Doch, ich hab den angespitzt. Aber ich muss einen anderen anspitzen, einen anderen. Das wird Mama nicht. Das ist selber schuld. Nee, Mama, nein, nicht machen. Haben wir schon schön gemalt, ne? Aber jetzt muss noch was sehen. Ja, das noch. Und der Himmel? Ja, und das. Das ist mein Essen heute. Luis hat mir schon ein Bacon stibitzt. Heute ist nämlich Cheat Day in Anführungsstrichen, also Ladetag. Ich habe die letzten Tage so wenig gegessen. Und das ist von Alex. Das ist ein Fitnessmüsli, das gleiche wie ich, aber da ist noch Brot dabei und so. Lecker. Genau, und Luis kriegt jetzt Leberwurstbrot und ein Marmeladenbrot. So, wir sind ja gerade auf der Suche nach mehr Dekozeug für unsere Zuhause. Und diese Bilderrahmen finde ich mega. Sollen wir mal reingehen? Alex? Sollen wir mal gucken? Oh, toll, jetzt hat er wieder keine Lust. Gerade bei Apple, weil Alex eine Ladestation für sein neues Handy braucht. Ich finde es super, dass die hier die Beschäftigung für die Kinder haben. Und Mama, mach du mal mit. Nee, die kleine Krabbe. Mit, sonst geht er noch runter. Nein! So, nächste Station, Bücher kaufen. Wir brauchen für Luis noch so Vorlesegeschichten. Und er hat richtig tolle Bücher. Die sind so aufgeteilt nach 5 Minuten Geschichten, 8 Minuten Geschichten und 2 Minuten Geschichten für abends. Aber ich glaube, diesmal holen wir was Weihnachtliches. Das war den Alex fragen, der weiß, wie die heißen und wo es die zu kaufen gibt. Und ich will mir gleich auch noch ein Buch holen. Das Café am Ende der Welt. Ich wollte jetzt abends mal lesen, um runterzukommen und so. Gefunden. Cool. Alex war erfolgreich. Zeig mal deine Tüte. Eine Jacke, eine Hose, Pullover. Jetzt gehen wir erstmal was trinken. Kaffee oder so. Tee. Wir sind wieder zu Hause. Ich wollte euch noch mal kurz zeigen, was ich heute anhatte. Also drunter, unter diesem dicken Pulli, hatte ich hier diesen ganz normalen, dieses ganz normale T-Shirt mit langen Ärmeln. Und meine Hose von Zara, die ich in meinem Fashion Haul gezeigt habe. Und diesen grauen Kuschelpulli hier von H&M, den ich auch in meinem Fashion Haul gezeigt hatte. Luis baut sein Lego auf, was er bekommen hat heute. Warte. Was ist das denn? Zeig nochmal, wie das fertig aussieht. Darf ich mal kurz hier vorne? Nee, hier kann das. So ein Rennauto, ne? Ja, so ein Rennauto. Macht er total gerne und macht er auch wirklich richtig gut. Macht das super, wirklich. Ich komme gleich. Ich wollte mal eben hier überall Kerzen anmachen und euch zeigen, was wir noch gekauft haben. Tada! Diese Bilderrahmen haben wir gekauft. Wunderschön, oder? Ich finde, die haben richtig gut Platz hier an dieser leeren Wand. Jetzt muss ich nur noch Bilder dafür haben. Dass das nicht genau wie im Flur 100 Jahre dauert, bis wir dafür Bilder haben. Ich werde auch welche entwickeln lassen. Genauso wie hier. Ne? Leute, ihr wisst, 100 Jahre sind hier schon diese Ballons in dem Bilderrahmen. Ist mir schon fast unangenehm. Aber hier habe ich eins. Das war mal ein Test aus dem Urlaub. Und das sieht eigentlich ganz schön aus. Ja, und dann ist immer so ein Problem, weil die so ein schwieriges Format haben, die entwickeln zu lassen. Mal gucken, was hier. Ich habe dafür auch Passepartouts gekauft. Hier passende Passepartouts. Mal gucken, ob ich die behalte oder nicht. Hängt halt davon ab, was da für Bilder reinkommen, finde ich. Wir haben heute Fotos gemacht. Voll schöne Bilder dabei. Plötzlich ist es wieder hell. Ne? Ich habe jetzt gerade mal das Licht aufgestellt, weil draußen ist es total dunkel. Jetzt gleich gibt es Abendessen und zwar gibt es was richtig Delikatöses. Schatz, sagt man Delikatöses? Delikatös gibt es auch. Dann gibt es das halt jetzt. Heute gibt es Tiefkühl.
Dinkelpizza. Ich habe mich für die vierfach Käsepizza entschieden. Luis mag gerne mit Salami, ne? Und der Alex auch mit Salami und Pepperoni. Ja, heute ist Cheat Day, hatte ich ja heute Morgen schon gesagt. Und Cheat Day bedeutet, wir essen während der Woche wirklich extrem gesund und achten sehr darauf, was wir essen. Und einen Tag in der Woche, mein Gott, dürfen wir dann halt Sachen essen, wo wir so Bock drauf haben. Wir haben auch Kuchen gegessen heute oder hier die Weintrauben. Während der Woche esse ich nicht so viel Obst, deswegen esse ich jetzt heute viel Obst. Heute wird gekocht. Wisst ihr, was ich hasse? Wenn der Kühlschrank so unaufgeräumt ist. Wir haben uns jetzt für diese Variante entschieden. Gar nicht so einfach, wie man die denn da jetzt hinhängen soll. Schon mal gar nicht schlecht. Und dann das Kleine da so ein bisschen drüber und dann das Größere. Hier! Wo ist der Lichtpunkt, Olli? Hier ist er! Erste Pizza ist fertig. Fertig? Jo, und das ist unsere Pizza. Die ist eigentlich auch fertig. Ihr Lieben, ich wollte gerade ins Bett gehen. Ich denke so, irgendwas hast du vergessen. Ich habe den Vlog noch gar nicht beendet. Der Vlog endet hiermit. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Es ist wirklich ein bisschen was anderes als in Amerika und im Urlaub. Heute hat es den ganzen Tag geregnet, deswegen konnten wir jetzt auch nicht so viel unterwegs filmen. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns am Freitag wieder im nächsten Video. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss und gute Nacht.